Hallo, ihr seid jetzt hier wieder mit dabei bei meinem Monatsprojekt in Celines Sticksalon. Ich hoffe, dass ich heute alles gut eingestellt habe, dass ihr das seht. Und hier ist auf Null. Und ich hatte ja gesagt, wir sticken hier weiter an diesen Dollarzeichen. Das ist rot. Und warum habe ich hier? Ah ja, hier. Und dann werden wir wieder 100 Stiche machen. Das macht mir unwahrscheinlich Spaß. Jetzt sind es ab heute, also heute sind es 1666 Stiche. 2,48%. Mal schauen. Und die Wackelei hört auch bald auf. Ich habe jetzt bei Cross-Stitch Corner bestellt. Das, was die eine liebe Zuschauerin mir empfohlen hatte. Und ja, schauen wir mal, ob ich mit diesem Zusatzteil das fester und besser reinbekomme. Ja, wie gesagt, ich sticke ja sowieso jeden Tag hier dran. Und ich sticke ja auch jeden Tag an den Zoll. Zurzeit an den Disney Zoll. Und wo ich die zweite Figur machen wollte. Oh ja, das war lustig. Wenn wir bloß nochmal schnell gucken. Zwei Reihen. Naja, können wir hier schon wegmachen. So, und löschen. Jetzt seht ihr das auch alles ein bisschen besser. Denke ich mal mit dem Pattern Keeper. Gehe noch mal ein bisschen nach unten. So. Das, was jetzt grün ist, das muss ich jetzt sticken. Ja, und wo ich dann die zweite Figur angefangen habe, habe ich gedacht, wieso? Wieso sieht das so komisch aus? Da habe ich diese, wie heißt der? Bumba, Bumbo, Bumbi, Babai. Den habe ich komplett falsch angefangen, weil ich nicht nach meinen Linien, die ich eingezeichnet, geschaut habe, sondern nach den Linien, die auf meinem Easycount-Stoff war. Ja, nun bin ich schon 2 Tage wieder dabei, das Ganze aufzutrotteln. Ist ja eine meiner Lieblingstätigkeiten. Und da stehe ich jetzt schon im Rückzug. Naja, ist nicht schlimm. Mina hat ja auch ihre Meinung zu dem Zoll gesagt. Ja, gehe ich auch mit. Die Figuren sehen irgendwie, ja, computermäßig aus, ne? Aber mir ist das egal. Ich sticke das ja für meine Enkelkinder und die werden sich schon drüber freuen. Das Einzige, was ich noch nicht mitsticke, ist die Schrift. Bei BB8 habe ich gar nicht gewusst, dass es sowas gibt. Da habe ich gedacht, nee, warum schreiben die da BB8 runter? Ich möchte gerne andere Buchstaben haben. Also nicht so computertechnisch, sondern ich habe etliche Buchstaben vor Muster da und dann schaue ich mal, ob ich was Passendes finde in dieser Größe und da würde ich doch lieber eine andere Buchstaben, na, wie sagt man dazu, andere Buchstabenform nehmen. So, jetzt hatte ich bald vergessen, meine Klaviermusik einzustellen. Yeah. Aber heute habe ich alles am Akku überall dran, damit das nicht wieder passiert. So, suchen. Geht gleich los.
Wenn ich dann mal nicht so viel rede, genießt einfach die schöne Klaviermusik. Ich hatte ja gestern, das letzte Mal gefragt, ob jemand den Unterschied zwischen Tenstich und Halbstich kennt. Oder ich muss Ilonka einfach nochmal fragen, was sie damit meint. So, der Faden ist schon wieder arg kurz. Ich steche hier rein, zweimal in die Mitte. Dann habe ich den Faden fixiert. So. Und gehe ein Stückchen weiter raus. Und das kann ich dann nachher abschneiden. Und der Faden wird schön sauber, ordentlich hier vernäht. Ja, jetzt bin ich hier am Ende. Fertig. Ja, umso schneller ich mit den 100 Stichen fertig bin, jetzt gucken wir mal, wo es weitergehen kann, umso schneller ist das Video fertig, ne? So, hier war auch noch eine große Fläche, die frei war. War das hier? 130. Vor 130. 1, 2, 3. Oder eine ganze Reihe? Nee. Ja, was nehme ich jetzt hier? Das Schöne ist, ich kann mir ja immer anzeigen lassen, welche Farbe das ist. Das ist auch grün. Ja, wir werden noch mal ein bisschen weiß stecken, dann bin ich nämlich hier mit dem schon fertig. Und ich schaffe natürlich auch eine Menge Stiche. Neben dem Grün, ja, da habe ich schon. Ah, das ist hier. Ja, da verliere ich mal viel Zeit, weil ich gucken möchte, wo ich denn sticke. Ah ja, das ist hier dieses Gebiet. Sehe ich schon. Also werden wir das hier mal mit dem Stift anzeichnen. Da werden wir mal anfangen. Für mich ist ja wichtig, dass ich 100 Stiche schaffe. Mit euch gemeinsam. Und ich muss ja sowieso irgendwann das Weiß auch machen. Ich versuche immer farbmäßig ein bisschen zu variieren. Ich möchte gerne mal hier nach links weitergehen. Da kommt nämlich noch Blau und Lila. So dass ich irgendwann die Lippe mal komplett geschafft habe. So. Muss ich bloß mal gucken. Ja, das ist wieder so komisch eingestellt. Ach. Eine Zuschauerin hat ja geschrieben, dass sie nicht viel gesehen hat.
Ja, das tut mir wirklich leid. Manchmal. Das gibt's doch nicht. Ja, eins geht nur. Entweder die Stiche oder der Patternkeeper, weil das zur Zeit. Oder ich muss, wartet mal, ich hatte noch eine Möglichkeit. Wenn ich den Rahmen noch ein Stückchen nach oben nehme. So. Naja, warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Na, das ist doch super. So. Ich habe mir jetzt wieder ein zwei Fädies mit einer Schlaufe eingespannt. So, genau. Die erste Reihe ist. Wo bin ich denn? Ach hier, ich muss. Ach hier. Gucken, gucken, gucken. Hier ist das Grüne. Genau. So, eins. Das ist noch frei und dann kommt hier, wird eins freigelassen und dann, genau, kommt das unter dem anderen Weiß. Also das ist kein Weiß hier, die andere Farbe, das ist ein bisschen was anderes, also ein bisschen dunkler oder, ja, weiß ich nicht, wie ich dazu sagen kann. Jedenfalls ist das ein ganz anderes Weiß. So, Schlaufe, wieder rein. Schön ziehen und dann kann ich mein Kreuz sticken. Ah, jetzt wäre Kreuz sticken, sage ich noch. Alles klar. Ich habe das wieder vergessen. Ich mache ja nur Halbstich hier. Mensch. Hätte auch mal was sagen können. Ach, weil ich wieder das andere Kreuz daneben gesehen habe. So. Oh, jetzt habe ich es Gott sei Dank gleich gemerkt. So, dann geht es hier weiter. Tja, ich hatte ja erzählt, dass ich bei Nadine das gesehen habe. Und diese Tentstiche, die vor allen Dingen bei großen Bildern gemacht werden und was ich ja auch mal unbedingt ausprobieren möchte, dann habe ich ganz viel gesehen bei den englischsprachigen Videos und auch bei Honigrosa. Besucht mal ihren Kanal, der ist auch sehr sehenswert. Und was ich bei ihr so liebe, sind die schönen Playlisten. Und dann kann ich genau gucken, wonach ist mir heute. Und muss nicht ewig suchen. Und das Besondere bei Honigrosa, wo sie das auch erklärt hat, war, dass sie auch gleichzeitig den Patternkeeper mit dabei hatte. Also eingeblendet. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Deswegen versuche ich hier so ein bisschen notdürftig das hier in Turm zu bauen. Und dann seht ihr ja, und dann funktioniert es immer noch nicht. Stich hier und dann werde ich wieder abstreichen. Und löschen.
Dann kommt wieder ein Stich. Oh, ich liebe diese Halbstiche. Mein Gott, da kommt man so schnell vorwärts. Das ist so schön, sprach sie und verstickte sich. Das wird echt lustig hier in diesem Bereich. Ich hatte mir schon sowas gedacht, dass das bestimmt Konfetti ist, aber so ein schönes Konfetti, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, wir fahren das wieder zu lang. Jetzt habe ich ihn fest. Nein, ich habe ihn gekriegt. Super. So, jetzt lasse ich mal das wieder austritteln, den Faden. Den lasse ich dann immer hängen. So, eins. Und noch eins nehmen. Eins, zwei, drei. Ich mache nur dieses Kästchen runter und dann nehmen wir wieder eine andere Farbe. Aber ein bisschen muss ich ja schaffen hier. Vielleicht schaffe ich das mal in einer halben Stunde. Die 100 Stiche. Fertig, fertig. So, zwei und jetzt gehe ich wieder eins runter. Unter dem. Genau, erst hier daneben. Bis heute noch zur Post. Da will ich die Sachen wegbringen.
Ach ja. Ihr habt ja geschrieben, ihr wollt das sehen. Dann müsst ihr mit allem leben, was hier bei mir passiert. So. Jetzt kommt das Viererkästchen, also vier. So, noch eine Reihe und dann habe ich das auch geschafft, das Kästchen hier. So, 3, 4 und dann unten nochmal. Und dann lege ich den Faden hier unten drunter ab. Also ich parke den hier, weil ich jetzt hier Schluss mache. Ich hatte ja gesagt, ich möchte gerne noch nach links mit euch. 2. Löschen und zeige an. Parke mir das hier. Gut. Jetzt gehen wir nach links. Und dann muss ich aber erstmal gucken, ob ich hier, was ich hier für eine Farben habe. Grün. Wo sich es auch lohnt, wo viele. Oh, das ist das Blaue hier und das geht hier noch weiter nach oben. Und dann geht das hier noch rüber. Hier das Blaue. Da habe ich zwar unten schon, das geht auch dann weiter nach unten hier. Aber das geht dann schön weiter rüber. Ja, das können wir noch nehmen. Und dann kommt irgendwann, hier ist das Dunkelblau und dann kommt hier irgendwann Lila. Da freue ich mich auch schon drauf. Und zwar ist das, wie soll ich dazu sagen, ein Quadrat umgedreht. Und die 44. So, und da ich ja nach oben sticke, müsstet ihr das ja eigentlich jetzt alles beides komplett sehen. Also, dann schauen wir mal in die Farbkarten rein. Es ist gut gemacht hier. Mal schauen, wie lange die Farbkarten halten. Hier ist dieses, das ist die 44, dieses Zeichen. Nee, das ist ein anderes Blau. Das wird jetzt dunkler, das Blau.
Das ist kombiniert. Ich wollte doch sagen, dieses schöne helle Blau, das ist übrigens hier meine, das Blau ist meine Lieblingsfarbe. Da ich ganz viele Sachen davon. Taschen, Schuhe und Oberteile. Ja, jetzt geht's weiter. Ihr seht ja ein bisschen, ich werde den Ausschnitt mal noch ein bisschen höher nehmen und noch ein bisschen vergrößern. Ja, dann seht ihr das ganz genau. So, jetzt gehen wir mal bis hoch. Und hier oben steht die 44. Und ich habe von dieser Nummer, ja, das ist immer das Gute, noch 359 Stiche zu machen. So, nicht so viel quatschen, weil ich erst 42 habe. So. Also nach oben sticken macht mir mehr Spaß, da muss ich nicht. Nee, nach unten war das. Genau, jetzt muss ich ja hier wieder aufpassen. So, jetzt aber Gas geben, sonst ist die Post zu. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich habe gestern mal wieder gestöbert bei Cross-Stich-Corner. Ach, ich werde das nie lernen. Es gab auch so ein paar Wörter, die konnte ich als Kind nie aussprechen. Und habe dann noch was bestellt und dann habe ich im Ziel alle 11 Seiten durchgearbeitet. Und dann musste ich gleich an Zanni denken. Da gab es auch ein paar Japan- oder chinesische, keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Gab schöne Bilder. Aber jetzt, ich habe keins gefunden. Kein bestimmtes irgendwie, wo ich gesagt habe, ja. Das brauche ich unbedingt. So, jetzt geht das 1, 2, 3, 2 oben passen.
die letzten zwei Reihen aufpassen. Wegstreichen. Vierundfünfzig. So, und jetzt geht's fünf darüber. So. Gleich wegstreichen. Ah, 59. So, jetzt rücke ich das Ganze. Ja, die Beine hätte ich jetzt noch. Naja, ist nicht schlimm. So, und dann geht das hier hoch noch. Das Stückchen mache ich hier noch. Und dann geht es mit der Farbe dann hier weiter. Ich zeige euch das mal verkleinert, wo die Farbe überall noch vorkommt. Ja, das ist das Schwarze, das ist der Rand vom Mund, von der Unterlippe. Hier geht zum Beispiel auch wieder runter, also an dem anderen Blau. Und geht dann hier lang hoch und dann hier so rüber. Ja. Gut, aber wir wollen ja hier diese Stelle noch sticken und dann kann ich nämlich rüber gehen. Hier gibt es zwei. Ja, ich muss mal gucken, welcher Weg der günstigste ist. Gibt es hier noch welche? Hier geht es zum Beispiel auch noch mal eins rüber. Das muss ich unbedingt mitnehmen, weil ich hier ja nicht mehr hinkomme dann, ne? Jo. Also da freue ich mich schon wirklich drauf, auf diese einzelnen süßen Konfettistiche. Deswegen versuche ich so viel wie möglich immer mitzunehmen. Damit ich hinterher nicht die einzelnen durchsticken muss.
Oh. Jetzt hat es an der Haustür geklingelt. Momentchen, in einer Sekunde bin ich wieder da. Es geht weiter. Tja, meine Nachbarin wollte was von mir. Ich sollte ihr helfen. Na gut, dann machen wir jetzt weiter. Wir sind stehen geblieben bei 59 Stichen. Und bei dieser herrlichen Klaviermusik. Oh, jetzt ist der Faden auch noch rausgesprungen. Ach ja. So, jetzt wollten wir ja rübergehen, um das eine Kästchen mitzunehmen. Und dann wird wohl der Faden schon wieder alle sein. Bin um eine Zeile verrutscht. Ich habe mich doch schon gewundert, dass ihr kennt. Ach ja, so ist das. Nächste Mal mache ich an die Tür, bitte nicht stören, ich filme. Das waren ja Gott sei Dank nur zwei Kästchen. Oder waren es mehr? So, eine Reihe höher. Eins, zwei, drei. Ach, der Faden ist auch schon wieder ein bisschen. Aber vielleicht schaffen wir es noch bis rüber.
Oh, ich muss erstmal wieder in die Ruhe reinkommen. So, und jetzt hier 1, 2. Genau. So, dann werde ich hier den Faden beenden. Denn nochmal bis ganz rüber werde ich es wohl nicht mehr schaffen, beziehungsweise ich habe echt keine Lust, mir die Finger jedes Mal zu verrenken. So. Also mal abstreichen. Der Stift. Und hier. 66. So, jetzt habt ihr mal ein Blau gesehen. Ach, die Blautöne sind wunderschön. Jetzt überlege ich, ob ich hier weitermache oder ob ich noch mal eine andere Farbe nehme. Oh, da gucke ich mir das Bild noch mal an, wo noch mal ganz viel sind. Ja, ich werde doch nicht drüber hinwegkommen. Ich muss hier diese, ich glaube, das ist schwarz gewesen. Ja, die 52. Davon habe ich 1560 Stiche. Da muss ich sowieso lang hier. Da fange ich nämlich hier an und dann gehe ich hier die Treppe lang hoch. So, die 52, das schwarze hier. Das schwarze Viereck. Ah, das ist nicht schwarz. Das ist ganz, 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 ganz dunkelblau. Ich vermute, das wird wohl die 9, 3, 9 sein. Da kann ich auch lang hinsticken. Und wenn ich dann wieder weiter sticke ohne euch, dann mache ich mal die ganzen kleinen Kästchen zu. Ich hatte gerade eben mein, was bei mir runterfällt, ich gucke jeden Tag, wenn es hell ist, gucke ich den Fußboden ab. Also da finde ich bestimmt immer 2 bis 3 Nadeln. So, ich fädle jetzt ein und fange wieder mit der Schlaufe an. So, hier ist die 90, 120, 110, 50, 60, 70, 80, 90. Also muss es hier irgendwo losgehen. Ja, und davor, hier unten, ist das Grüne, dann ist eins frei und dann kommt das Erste.
Denn hier kommt dann auch wieder nichts von dem Symbol. Also fange ich da dort an, damit ich nicht so viel Einzelstiche habe. Oh, ich finde das so schön mit der Schlaufentechnik. Das habe ich auch jetzt erst durch die Videos kennengelernt. Ich war auch ein fleißiger Knoter. Und ich bin auch echt, echt froh, dass ich dann das gelernt habe, wie man das beenden kann von vorne. Und das geht wirklich schön. Ja, gut, die ganzen Fäden, die hängen dann rum. Die werden dann aber irgendwann ja mal verarbeitet. Ja, also die Farbnummer kann ich euch bei Gecko Rouge nicht sagen, weil es gibt keine Farbnummern. Und nur wenn man Fäden jetzt, habe ich mal gelesen, wenn Fäden fehlen, dann sagen sie einen wohl die DMC-Nummer als Schutz, dass die Leute das nicht, wenn sie das Muster haben, können sie ja noch lange nicht die Farben bestimmen. Wenn sie die Farben nicht draufschreiben. Ist ja auch richtig so. Sind ja schon viele Firmen kaputt gegangen dadurch. Wohl. So, ich streiche weg. 72. So. Jetzt eins schräg höher. Oh, das gefällt mir. Da kann man schön lang hin sticken. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Ich weiß noch nicht ganz genau Bescheid, aber wahrscheinlich fahre ich das Wochenende runter zu meinem Haus. Dann nehme ich aber diesmal den Zug, weil der Hitze mit dem Auto fahren ist auch nicht so prickelnd. Und da freue ich mich schon. Also wenn das klappt, ich kriege noch Bescheid, dann kann ich im Zug 5 Stunden sticken. Ach, da bin ich echt beim Überlegen, was ich da mitnehme. Haben wir wieder mal einen Wagen verloren. Ah, das werde ich nächstes Mal gleich doppelt nehmen, den Faden. Weil mir das echt zu kurz ist. Ach, jetzt habe ich doch mein Röhrchen eingeleifen. Tja. Entweder nehme ich den Temperaturbaum mit, aber den Zoll zu sticken, naja gut, man kann sich das ja ausdrucken, das ist ja nicht das Problem, aber der Stoff ist so groß und dann sitze ich dann da am Zug und dann fällt der vielleicht runter oder irgendwo und dann wird der dreckig. Oder ich nehme das, also den Temperaturbaum auf alle Fälle, da habe ich ja noch so viel zum Aussticken, in der Mitte den Stamm. Und oder das Auto. Oder mein japanisches Bild.
Das ist auch klein und fein. Da brauche ich auch nicht viel mitzunehmen. Da ist auch von dem Garn nicht so viel. 77. So. 1, 2, 3. Kann ich doch hier anfangen. Ja, also die dunklen stecke ich nicht so schön. Gerne. Wenn man da das Loch dann später nicht mehr sieht. Vor allen Dingen beim Ausstecken ist das. Ich habe mal gesehen, dass die eine nur immer erst, die hat das auch mit dem Patternkeeper gezeigt, erst die einzelnen Stiche gemacht hat und dann das andere ausgestickt. Jetzt weiß ich auch, warum sie das so gemacht hat. Damals hat es mich gewundert. So, jetzt nehme ich gleich, stecke ich immer nach oben, also die senkrechten, da kann ich gleich viel mitnehmen, 80, so jetzt gehe ich mal rüber, ja, das ist schön wie eine Treppe, so bin dann jetzt hier stehen geblieben. Da gehe ich nicht die Reihe vor und zurück. Da stecke ich immer gleich senkrecht durch. Aber ich sehe schon wieder, dass ich das nicht schaffen werde. Aber ist egal, dann fädle ich mir noch mal einen längeren Faden ein und dann lasse ich den hängen oder parke den, besser gesagt. So, und jetzt kann ich gleich vier lang hochgehen. Und dann gehe ich die andere Reihe wieder runter. Ich glaube, nach den vieren kann ich erstmal neues Garn einfädeln. Ich werde das nächste Mal ein bisschen mehr vorbereiten. Verschiedene Garnsorten, Garnfarben. Alle Fälle wird das Weiß wieder mit dabei sein. Und wo jetzt hier der vierte Stich kommt, da sieht man immer nicht, wo das Loch war. Ach ja. Werde ich das auch noch lernen? Irgendwann. Also das Bild und das Auge, das kommt hundertprozentig hinter Glas in einen Rahmen. Und dann werde ich die beiden Bilder zusammenhängen. Und sollte es nochmal, so drei, vier, nochmal so ein ähnliches Bild nochmal geben. Also bis jetzt habe ich keins mehr gefunden. Dann werde ich mir das nochmal leisten, denke ich mal.
Denn Gecko Husch ist nicht die billigste Firma. Die kommt gleich nach Heaven and Earth, wenn man alles bestellt hat. Weil die nämlich noch Zoll verlangen. Beziehungsweise kriegt man hinterher den Brief. Das habe ich auch nicht gewusst zum Anfang. Tja. So, ich schneide immer mal ein bisschen kürzer, damit ich das nicht mit dem Faden verwechsle. So, und jetzt kommt noch mal ein. Jetzt nehme ich den Faden doppelt, denn die Fäden sind nicht sehr lang. Und dann nehme ich einfach zwei Fäden. Ja, die Farbe ist auch sehr stark vertreten. Zwei Fäden nebeneinander. Und dann habe ich doch ein bisschen was Längeres, als wenn ich diesen kurzen Faden dann nochmal halbiere. So. Oh, ich habe gleich einen Zweier rausgezogen. So. Ich fange immer hier oben links an, gehe dann in das andere Loch, dann kann ich noch ein bisschen ziehen. Und dann gehe ich wieder oben in das Loch rein, wo ich zuerst rausgekommen bin. Dann geht schon wieder los hier mit. So, jetzt kann ich noch mal ziehen. Na, ist schon fest. Ne, es klappt nicht immer. Also immer ist es noch nicht fest. Und dann stecke ich ganz normal in mein Kästchen. Und fertig bin ich. Weil ich ja jetzt die Farben doppelt genommen, also die Fäden doppelt genommen habe. Da ich ja dann keine Schlaufen mehr. Oder Schlaufe. So. Und dann kann ich das hier oben gleich abschneiden, damit das nicht stört. So, jetzt gehe ich wieder vier runter, ja. Das ist hier ein bisschen ausgefranst, das kriege ich dann beim nächsten Mal, wenn da wieder ein Stich reinkommt, kriege ich das mit runter. So. So, und jetzt sehe ich nämlich hier kein Loch mehr bei diesem dunklen Garn. Oh, ich würde mir nie ein Bild kaufen mit Schwarz. Nur Schwarz alleine. Oder
Dreiviertel schwarz. So. Vier. Okay. Aber seht ihr hier, wie viel Konfetti hier ist? Oh. So, jetzt eins höher und dann nur noch drei. 91. Na, da bin ich ja gespannt, wenn ich wieder den Film zusammenstelle, wie viel Minuten rauskommen. Ich glaube, das letzte Mal waren es 51. Naja, gut, mit Anfang und Ende, ne? Vorspann, Intro und Ende. Und hier auch noch ein paar Sekunden. Aber ich bin mehr der senkrechte Typ. Da verzähle ich mich nicht so oft, wie wenn ich nur waagerecht stecken würde. Eins, zwei. Hier sehe ich das Loch wieder. Ja. Oh ja, es ist ganz schön zeitaufwendig. Und Nachstiche. Aber anders komme ich ja nicht vorwärts. 94. Ich muss das nächste Mal ein bisschen mehr Weiß reinschmuggeln. Ach, und wenn ich mir das Bild immer angucke, oder auch andere Bilder, wie jetzt zum Beispiel hier die Lücke, da sagte mein Gehirn immer, schließe die Lücke, schließe die Lücke. Das werde ich auch bis zum nächsten Mal geschlossen haben, weil das irgendwie dann fertiger aussieht. So, 1, 2, 3. Hier ist auch eingezeichnet den Seitenumbruch. Also wenn ich das jetzt per Muster sticken würde, also Muster auf Papier, dann ist hier auch die Seite eingezeichnet. Aber ich werde das rausnehmen. Das kann ich nämlich rausnehmen. Da ist noch eine Linie mehr. So, und noch ein Dreierblock. Und vielleicht kriege ich das Teil schon am Wochenende. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, da stand 5 bis 12 Tage bei Cross Stich Corner. Soll man das englische Wort sagen? So, dann werden wir mal gucken. Den Vierer. Ja, 103 Stiche. Reicht drei gut das nächste Mal.
Alles klar. Jo. Bis zum nächsten Mal. Ich sag Tschüss und bleibt schön gesund und denkt an meinen Lieblingsspruch: Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Ciao.